Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 im Mint County Life 2 Projekt zusammen wieder mit dem Heribert. Und ja, wir haben da jetzt einmal kurz den komischen Audi da getestet. Jetzt fahren wir den wieder hin. Ja, kannst du bitte einmal beim komischen Händler anfragen wegen Reifenwechsel? Na, Reifenwechsel, na klaro. Weil der mag mich nicht. Ich ruf durch. Ja, ich fahr da noch, weh. Der hat mich ja auch so gern. Ring, 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 ring. Hallo? Grüezi. Jo, servus. Ihr kauft doch Siloballen an, oder? Für eure BGA oder so? Ja. Ja, was verlangt, oder was bekomme ich für den Ballen? Für Ballen, lose Silage haben wir 1000 pro 1000 Liter Ballen. Warte mal. Heribert? Ja. Was sind Silageballen momentan der Preis? Warte mal kurz, ich frage gerade an durch. Wollen wir einfach auch 1000? Ja, oder? Ja, das passt. Jo, 1000 pro 1000 Liter. Ja, okay, ihr wart ja auch, glaube ich, der Einzige schon, wo nimmt, gell? Ja. Ja, okay, dann würde ich das machen. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele ich habe, aber ich würde es euch dann einfach bringen. Also ich habe jetzt schon Anhänger voll, dann würde ich euch einfach mal bringen, aber ein paar kommen noch ein paar. Jo, machen Sie das. Das rechnen wir dann ab. Genau, gut, perfekt. Aber ich kann ja mal kurz zählen, weil manche liegen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da hinten noch 9, 10. Also auf der Wiese liegen jetzt noch 11 und auf dem Anhänger sind, glaube ich, weiß ich nicht, 5 oder so. Mhm. Also 15 oder 16 Ballen. Ja, so in einem Dreh rum. Jo, das passt. Jo, dann bringe ich das uns vorbei und dann schauen wir weiter. Genau, also einen Anhänger bringe ich jetzt gleich und den Rest muss ich noch aufladen. Ja, ja, machen Sie keinen Stress. Ja, okay, gut. Passt, ciao. Heribert? Ja. Der bringt uns 16 Silageballen vorbei. Ah, 16? Ja. Ach du Gott, oh Gott. Ich kann ihm das ganze Geld gar nicht auf einmal zurückzahlen, glaube ich. Ich habe gesagt, das machen wir dann. Ja, okay, das passt. Er hat gar nichts angemerkt, wo ich gesagt habe, das machen wir dann. Ah, das ist doch schön. Achso, jetzt habe ich gerade aufgelegt. Kannst du mir den bitte nochmal ranholen? Oder fragen wir dann, wenn er hier oben ist. Ja, komm. Ja, ist egal. Wenn er denn gerade hier ist, das ist ein gutes Gespräch. Da fragt er wahrscheinlich wegen wen da was anderes. Oh, egal. Aber so, was könnten wir jetzt machen? Wir könnten jetzt grubbern und ja. Düngen. Ja, düngst du mit diesem schönen Reifen? Ich glaube, grubbern geht nicht so gut damit. Na, grubbern geht nicht. Ich fange einmal düngen an. Ja, ich grubber, ne? Jo. Aber hat bei dir jetzt auch der Zaubertrank nachgelassen? Ja, der Zaubertrank hat jetzt nachgelassen. Ja. Ist ja gut, weil sonst kann ich da mal gescheit einsteigen. Ja. Der ist aber dann immer zu breit gebaut, ne? Mhm. So, dann düngen wir mal. Das ist ja gleich fertig mit so einer 12 Meter breiten Arbeitsbreite. Und ja, dann fragen wir den Herrn Assinger, wenn er kommt. Wegen Reifenumbau und so weiter. Jo, dann fangen wir mal die Geschäfte wieder an. Und ja. Ich glaube, das war eine gute Idee mit den 800 pro 1000 pro Arbeitsstunde, meine ich.
Herr Kleinert, ich glaube, er ist da, ne? Kommen Sie einmal mit, Herr Albert. Jo, weil du gehst nicht allein. Herr Assinger. Herr Assinger, hallo. Hallo? Hallo? Ja. Grüezi. Muss euch die hinfahren? Aber zur BGA. Der Runder hier am besten. Okay, gut. Also das ist jetzt mal 5 und der Rest müssten 11 sein. Jo, okay. Eine schöne Farbe bei den Reifen haben sie tatsächlich genommen. Das ist eine sehr... Oi. Zum Glück ist das nicht mein Anhänger, du. Mein Anhänger. Nö, das ist mein Anhänger, also der hat halt die Hände. Bleiben stehen. Ja, okay. Ich dachte, das wäre der von Herrn Müller, also ne. Nee. Und ganz wichtig, das ich fahr Dings verkauf die Bahn für den Domi. Also das Geld nicht an mich überweisen, sondern an den Domi. Okay, mach mal. Dominik Huber. Jo, mach mal. Genau, jo. Ladet ihr das jetzt ab, oder? Ja. Okay, wird dann noch die, mit unserem MF die Runde drehen beim Grubbern, damit wir nicht mittendrin stehen bleiben mit dem Teil. Ja. Ring, Josef. Ja, Assinger Landmaschine, guten Tag. Moin, ich bin's, Herr Müller. Ich hätte mal eine Frage wegen dem Vorführer. Ja, kannst du mir in 2 Minuten bitte nochmal anrufen, weil ich bin gerade in meinem Verkaufsgespräch. Ja, okay. Ja, okay, gut, danke, bis gleich, ciao. Jo. Oi. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Hallo, spreche ich den Händler? Ja, Assinger Landmaschine, guten Tag. Guten Tag, mein sehr geschätzter Vater hat mir gesagt, dass er nicht seinen Vorführer machen kann. Warum? Jetzt halt mal die Legosch, ich muss selbst machen, in einer Minute kannst du mir nochmal Euro, bis gleich. Wie bitte? Ja, tschüss, bis gleich. Herbert Ludwig, ich werde jetzt einfach den Anhänger da stehen lassen und schon mal die andere Baller auf den Haufen fahren, lauf mal zum Feld, dann komme ich wieder hierher, dann können Sie das in Ruhe abladen. Gerne. Okay, gut. Perfekt. Dann tschüss, bis nachher. Ja. Oh Gott, Herr Kleinert. Ja. Unsere Ballen, wir haben ja gar keine Ballengabe, fällt mir auf. Oh Maria. Würdest du sagen, das geht auch mit einer Palettengabe kurz? Ja, geht schon. Die schmeißt man in die... Die lag da ja sehr günstig da hinten, ne? Die schmeißt man in die BGA, dann ist eh egal, ob die Folie offen ist oder nicht. Ja. Wenn du, das war jetzt eine gute Entscheidung, zuerst noch einmal zu düngen und dann noch einmal nach dir zu düngen. Das war eine gute Entscheidung, weil dann haben wir alle beide Düngestufen zugleich. Ja, wir haben das Problem, unsere Gabel liegt ja doch noch. Ei! Das haben sie nicht gesehen, okay? Ja! Alles gut! Ich hab nichts gesehen. Was haben sie für ein Problem? Haben Sie noch den Zaubertrunk? Weil gucken Sie mal, wo unsere Ballengabel liegt. Warten Sie mal kurz. Ich muss mal kurz den Herrn Kleiner, den Dings anrufen. Aha, machen Sie das. Da machen wir ein bisschen was drauf, aber. Meinst, oder? Für gute Freundschaft, Sie wissen ja. So, mal kurz den Herrn Anton anrufen. Können wir noch ein bisschen was drauf machen? Ring. Ach du Scheiße, meine Tasche rubriert wie... Ja. Ja, hallo? Ja, grüß Gott, Herr Anton. Da ist der Herr Kleinert. Und zwar, haben Sie noch so eine Flaschen Zaubertrank? Was? So einen Junge. Zaubertrank. Minecraft spielen wir erst heute Abend wieder, Alter. Na. Zaubertrank. Sie wissen, was ich meine. Weiß ich nicht, müssen Sie mal ein bisschen warten, dann könnte ich gucken, ob ich sowas noch im Schrank habe. Warte kurz. Scheiß, wie heißen die jetzt nochmal? Andreas? Der Superkraft-Zaubertrank. Haben wir noch? Superkraft-Zaubertrank.
Du lässt mal Bier im Shoppen stellen. Herr Kleinert? Ja? Das Bier muss im Shoppen bleiben, sorry. Wow. Ja, passt. Hast du den Chef gehört? Kannst deinen Chef ausrichten, dann wird die Drescherstunde auf 900 erhöht. Andreas, der will die Drescherstunde höher schalten. Was sagst du dazu? Ich kann auch vergessen, mein Bier bleibt im Shoppen. Oh, ja, auf Wiedersehen. Im Haus. Auf Wiedersehen. Wow. So ein Vogel. Der hat keinen mehr und der will keinen mehr außer drohen. Ich habe ihn schon gedroht, die Drescherstunde auf 900 oder auf 1000 zu setzen. Herr Ludwig? Ja. Hallo? Was ist das? Der will keinen Zaubertrank mehr außer drohen. Ja, ich hab's schon gehört. Ich hab schon gedroht, die Drescherstunde auf 9 bis 1000 die Stunde zu tun. Ah, das ist halt, was machen wir jetzt mit diesem, ne? Ich weiß jetzt nicht, das wird sehr professionell, glaube ich. Das geht sich nicht aus. Eieiei. Ich glaube, mit der Schaufel wird das auch nicht so gut. Hä? Was ist denn da? Er hat uns jetzt einmal den Schlüssel gegeben, der Vogel. Ja, das ist echt schade, ne? Wenn uns ruf einmal den Herrn Asinger an. Mach ich natürlich. Ich ruf ihn mal an, ne? Da geht halt wirklich nichts weiter. Aber man muss sich auch um die Kundschaft kümmern. So, wie schaut's denn jetzt aus? Er telefoniert. So. Ja. Wir können die Angurte lösen, glaube ich. Hat er uns jetzt den Schlüssel gegeben? Nee, die rückt ja nicht raus. Wir können jetzt nur die Spanngurte lösen. Wow. Aber was machen wir jetzt? Wir hatten eine sehr kritische Situation, oder? Eieiei. Nur weil der zu geizig für seinen Zaubertrunk ist, ne? Mhm. Braucht er wahrscheinlich noch selber. Ja, sie hat auch deine selber. Na, wie wollen wir das jetzt lösen? So Videospielen könnte man das ja zu resetten, aber leider ist es ja kein Spiel, ne? Ist ja real life. Oh, du Gott. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Kurze Frage. Ja. Habt ihr eigentlich ein Spar-Abo beim Händler abgeschlossen? Wieso? Was ist denn das für ein Drescher? Wieso? Ey, ich will Hang hoch, muss ich den hochschieben? Hab ich doch gesagt, dass der sehr viel PS hat und die haben gesagt, das passt schon. Ja, Alter, was ist denn das für ein Drescher? Der hat 200 PS, Kollege. Ja, ey, dann sag mal dem Händler, der soll mal hier Feintuning machen. Dass das Ding überhaupt mal einen Hang hochkommt. Ja, wir jetzt haben gerade größere Probleme, weil sie keinen Zaubertrank uns geben, kommen wir jetzt hier nicht an unsere Frontlage. Ja, dann ist es so, dann müsst ihr mal Lehrgang machen, damit ihr mal die Maschinen ordentlich fahren könnt. Aha. Ja. Geben Sie mal kurz das Telefon, ich muss den kurz einmal rechtweisen. So ja, ist das. So, Herr Anton Müller, piep, jetzt weiß ich... Piep, piep, piep. Jetzt hat der Klappspaten aufgelegt, da haben sie wieder das Telefon, der hat aufgelegt. Ja, also ehrlich, eine Frechheit ist das. Ich weiß jetzt, was wir mit den Audi machen, den tun wir jetzt einfach versteigern. Versteigern. Komm jetzt mit. Ja, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Na, ist mir egal. So, wo ist, sagen Sie mir an, wo der Herr Händler unterwegs ist.
Der Herr Händler ist gerade wieder auf seinem Feld 62. Lotsen Sie mich bitte dorthin. Ja, Sie müssen, ja genau, so rum. Aber ich habe irgendwie mal gehört, dass der Herr Huber vielleicht auch noch einen Zaubertrank hat. Mhm. Jo, aber ich sehe gerade, der Arbeitstag ist abgelaufen. Und jo, ich hoffe, es hat euch die Folge gefallen. Wenn ja, lasst so gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.